dann macht es jetzt auch keinen Sinn mehr, dieses Video zu bewerben. Weil ich jetzt gerade bei dem Thema bin, also kann ich auch drüber reden. Ich habe da so ein lustiges kleines Slenderman-Video hochgeladen. Das haben wir diesen Sommer einfach mal aus Langeweile produziert. Wir hatten zufälligerweise einen Morphsuit zur Verfügung und ich hatte einen guten Freund, Kumpel, was auch immer zur Verfügung. Schönen Gruß an dich an dieser Stelle, Sepp. Du warst ein großartiger Slenderman. Und dann sind wir einfach mal in den Wald gegangen, mit er im Morphsuit und ich mit der Kamera, und haben vollkommen drehbuchfrei spontan irgendwelche Slenderman-Szenen gedreht. Das war äußerst spaßig. Ja. Sag mal, das Drehen da im Wald, das war, man könnte fast sagen, in Echtzeit erledigt. Die Bearbeitung selbst dauerte wesentlich länger. Aber dafür ist was ganz Brauchbares draus geworden. Ich bin mal gespannt, wie weit dieses Video Anklang findet. Ich bin ja momentan immer noch an einem... ja... an einem Anfängerpunkt, weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt nennen wollte, im Anfangsstadium. Ich bin noch an einem Punkt, wo ich mich über jeden einzelnen View, über jeden einzelnen Abonnenten tierisch freue, weil selbst ein View, ein Abonnent prozentual echt was ausmacht. Sehr übrigens ein Problem auf mich zukommen, essenstechnisch. Ja, aber immerhin, weil es mein, was ich jetzt zuletzt geguckt hatte, ich, vom aktuellen Aufnahmestand her, also jetzt so im Moment, ist der Upload noch keine 24 Stunden her und immerhin haben das Video doch auch schon ein paar Leute geguckt. Das ist doch schön. Und ich, ist fast schon ein bisschen traurig, wenn ich das jetzt so sage. Aber wie gesagt, im Moment freue ich mich über jeden Abonnenten, über jeden View. Und ich freue mich besonders, dass ich jetzt... bla, die Tage... meinen 20. Abonnenten gegönnt bekommen habe. Was ich sehr nett finde. YouTube ist irgendwie momentan dabei, so ein bisschen auszusortieren und inaktive Kanäle zu schließen. Wenn da irgendwie ewig lang mit dem Kanal nichts passiert ist, dann werden die einfach dicht gemacht. Und wenn bei diesen inaktiven Kanälen Leute dabei sind, die einen abonniert haben, dann geht demjenigen, der abonniert wurde, natürlich in der Statistik auch dieses Abo flöten. Und das ist natürlich, wenn man... je mehr Abos man hat, desto größer ist die Chance, dass man eine gewisse Zahl an Abonnenten verliert. Wir haben gerade eine komplette Axt runtergerobbt. Ist ja auch cool. Den Baum hätte ich jetzt trotzdem gerne noch. Und, ja. Während sich meine Freunde von Sirion Gaming zum Beispiel darüber beklagt hatten, die hatten sich tierisch gefreut, den 500 Abonnenten zu haben und, ja... das YouTube-Aufräumen hat ihnen dann direkt die Abo-Zahl wieder unter die 500 gedrückt. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Ja. Mich hat es in der Zwischenzeit auch 2 gekostet. Ich hatte mich jetzt kürzlich gefreut. Ich war bei poplichen 19 Abonnenten und habe noch gedacht, ach komm, die 20, die willst du dieses Jahr schon noch packen. Und kaum hatte ich das gesagt und hatte ich das gedacht, kurze Zeit später, bam, waren es 22. Das war schon mal ziemlich cool, aber da sind halt auch ein paar Abonnenten schon von vornherein dabei gewesen, die ich schon seit ein paar Jährchen habe. Mein Kanal besteht ja schon eine ganze Weile, nur dass da nie groß irgendwas passiert ist. Und ja... das ist mir jetzt erst nochmal egal. Dann habe ich halt in der Zwischenzeit dann irgendwann angefangen hier mit den Videos.
dann auch damit angefangen, Abonnenten zu sammeln. Wollte gerade sagen, ist das alles an Fichtensetzlinge, aber ich nehme mal den 64er-Stack, der dürfte doch reichen. Und hier haue ich jetzt mal dieses sinnlose Kreuz weg. So, dann haben wir hier nämlich eine Fläche für mal eine gescheite Plantage. Da fange ich mal hier an. Zwei frei, zack, eins, zwei, 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 zack. Nehme ich gerade mal die Erde. Zack. 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 Ich mache bewusst zwei Abstand. Es würde auch mit einem Abstand funktionieren. Dann ist allerdings leider das Problem, wenn man das macht. Die wachsen dann auch. Aber... ja, sie stehen dann halt so dicht aneinander, dass man sie wirklich auch komplett abholzen muss, um an neue Setzlinge ranzukommen. Weil sich nämlich... Ich dachte gerade schon. Wenn ich etwas jetzt nicht gebrauchen kann, dann ein Creeper, der mir meine Plantage wieder ruiniert. Ja, die stehen dann so dicht aneinander, dass die Blätter sich immer an den Nachbarbaum hängen und damit nicht mehr auseinanderfallen. Das ist dann auch eher doof. Das stimmt doch nicht, das kannst du mir doch nicht erzählen. Es wird zu dunkel, das schaffe ich nicht mehr. Gehe ich erstmal ins Bett, sonst kriege ich hier wieder meine Schlafstörung. Aber es geht ja doch schon los mit den Zombies. Die haben mich doch schon gewittert. Wenn wir jetzt hier schnell rein verschwinden, hauen sie vielleicht wieder ab. Das war so klar. Genau deswegen hätte ich gleich ins Bett gehen sollen. Einmal ums Haus drum rum. Gucken, was hier los ist. Jetzt habe ich hier Zombies aufgescheucht. Zombie mit Helm. Die Schnauze. Da kommt noch ein toter Koch. Da ist noch einer unterwegs. Ach je. Ach du Schande, hier ist ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, The Walking Dead! Oh je. Plötzlich war es still. Ah, ist aber immer noch irgendwo ein Skelett und zwar gar nicht so weit weg. Und hier haben wir noch eine Spinne. Dann kommt hier noch ein Zimbiesen. Hoppla, das wollte ich nicht. Das ist ja echt voll die Zombie-Plage. So. Eben schnell das Schwert gewechselt. Wo ist dieses verdammte Skelett? Da. Diese Ruckler sind äußerst ungünstig. Ich meine, bei einem Skelett ist mir das noch egal, aber wenn einem ein Creeper entgegenkommt, ist das äußerst unnütz. Das gibt's doch nicht. Mal gucken, ob das nicht zufällig irgendwie hier in meinem Haus rumrennt. Das würde dann doch einiges erklären. Nein.
Hätte ich mich mal ein bisschen beeilt, dann könnte ich jetzt... Nein, stattdessen muss ich jetzt hier... Also hier rings um das Haus ist eigentlich nicht da. Gut, da ist ein Zombie, aber der ist mir eigentlich egal, wenn ich hier hinten liege. Moment, ruckelt der mir wieder ein bisschen zu viel. Da läuft eigentlich nichts auf meinem Haus herum. Trotzdem höre ich hier ständig irgendwo ein Skelett und weiß, oh, das ist nicht gut. Ich höre immer noch dieses Kackskelett. Wo ist das denn? So nicht. Ah, ich hab da eine Idee, woran. Alter. Dieses Geruckel ist momentan echt schlimm. Es gibt da noch eine Möglichkeit und das ist hier. Das. Da ist das Kackskelett, das mir die ganze Zeit auf den Sack geht und mich nicht schlafen lässt. Hätte ich eigentlich auch gleich drauf kommen können, dass das da drüben im Turm steht. Weiß ich doch, dass sich damals in diesem Turm einer aufgehängt hat und dass seine Überreste immer noch dort herumirren. Die nehme ich jetzt mal mit und hause mir gleich mal irgendwo in den Ofen rein. Dann werden wir in Zukunft erstmal von Kartoffeln leben, so. Ja, aber das muss ich erstmal machen, bevor ich irgendwas anderes mache, damit die... Ich habe keinen Stein mehr einstecken, oder? Nee, den habe ich... Eigentlich müsste ich auch hier mal einen Ofen hinstellen, damit ich zu... Zum Dingsen... Ich immer darüber rennen muss. So, jetzt können wir mal dieses blöde Loch hier füllen. Und hoch mit uns. Ich habe gerade wieder fürchterliche Einbrüche. Das ist so nervig. Kartoffeln. So, das da und das da und das da und das da. Ich habe jetzt ein schönes Thema, fällt mir gerade ein bei dieser Gelegenheit. Es ist ja Dönerstag. Das heißt, wir gehen heute Döner essen. Nein, das war es eigentlich nicht, was ich sagen wollte. Ein Stückchen Erde, na egal. Was wollte ich eigentlich sagen? Wie das so ist bei Kinos, fängt die neue Kinowoche immer donnerstags an. Das heißt, wenn es neue Filme gibt, haben die meist... Ah, da kann ich die letzte Erde loswerden. Mittwochabend ihre Premiere und laufen dann am Donnerstag offiziell an. Das heißt, es gibt jetzt ab sofort bei uns den letzten und den dritten. Oh, der gehört da nicht hin. Hobbit im Kino. Das große Finale einer epischen, ursprünglich eigentlich mal Kindergeschichte. Da bin ich doch schon jetzt auch so ein bisschen gespannt drauf. Upsa, da ist vor meiner Nase ein Bäumli-Boxen. Geht mal weg. Kann so nichts sehen.
Ups, ja, hier fehlt eine komplette Reihe. So, yep. So. Da fällt mir auch ein, dass ich mir eigentlich die Extended-Version noch vom zweiten Teil organisieren wollte. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. So, jetzt haben wir hier eine schöne Fichtenplantage, wo auch mal ein bisschen was wächst. Und hier ist jetzt noch ein bisschen Platz, wo wir die letzten Setzlinge einfach so verbraten. Ohne Ordnung. Ja. Das war jetzt schon alles. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Außer, ich bin immer gespannt und der Film wird bestimmt super. So. Was sollte ich auch noch mehr darüber reden? Gibt's doch gar nichts zu reden. Was mit Hobbit? Was gibt's da zu reden, ey? Keine Ahnung, ey. Weiß ich jetzt. Weiß ich nicht. Ist total öde und gar nichts Besonderes und so. Und Gott, ist halt Hobbit, ne? Wen interessiert's? Nein, mich interessiert's. Ich bin nämlich ein Mensch, der gerne mal Holz falsch baut. Und im Auenland gibt es viel Holz, da kann man viel falsch bauen. Ich bin ein großer Tolkien-Fan, wollte ich ursprünglich sagen, bevor ich mich verbaute. Zack, zack. Und desgleichen interessiere ich mich dann auch natürlich für die Verfilmungen. Was ich momentan sehr interessant finde, wo ich mal gespannt bin, es wird natürlich gerade im Internet mit mir viel geschrieben und viel philosophiert und viel vermutet. Peter Jackson hat ja nach dem Herrn der Ringe ziemlich direkt gesagt, dass er sich eigentlich auch dem Hobbit widmen möchte. Nach einer Weile wurde das allerdings verworfen. Und dann hieß es, nee, doch nicht. Und ja, Peter Jackson macht jetzt erstmal andere Projekte und erstmal weg von Mittelerde und Schluss mit Mittelerde. Und ja, dementsprechend waren die Fans natürlich erfreut, als es hieß, Peter Jackson kehrt nach Mittelerde zurück. Und was ja dabei besonders gut war, nicht nur Peter Jackson kehrte ja nach Mittelerde zurück. Ja, ich habe dich gesehen, ich habe dich registriert und ich habe dich getötet. Sondern ja auch diverse Schauspieler, die einem schon bei den Herr der Ringe-Filmen gut gefallen hatte, wie natürlich ein Ian McKellen als Gandalf, ein Hugo Weaving als Elrond oder natürlich auch Kate Blanchett als Galadriel. Schön auch, dass Frodo nochmal einen kurzen Part hatte und nochmal ein bisschen spielen durfte. Also der Dingens, Elijah Wood, genauso wie auch Ian Holm, der alte Bilbo, der auch nochmal einen kurzen Part im ersten Teil hatte. Ah, hier noch. Da noch. Da also einige dann wieder mit von der Partie waren. Außer der war nicht nötig, der war ja richtig. Gut, die Meinungen gehen ein wenig auseinander, was die Rückkehr von Orlando Bloom betrifft. Nicht jetzt wegen Orlando Bloom selbst, sondern wegen Legolas, weil man sich dann doch vielleicht fragen möchte, was hat Legolas in dieser Geschichte zu suchen? Für eben jene, die es nicht gelesen haben. Ja, auch solche soll es geben. Fichtenholz, Fichtenholz. Da ist auch noch jede Menge Fichtenholz. Okay. Das ist ja ergiebig diesmal. Legolas kommt in der Originalgeschichte des kleinen Hobbits überhaupt nicht vor. Es wird viel von Gwanduil, seinem Vater, erzählt. Aber
aber er selbst eigentlich nichts zu sagen. Und auch in den Szenen, wo sie eben im Reich der Waldelben gefangen genommen werden, wird Legolas nicht wirklich erwähnt. Aber es gibt jetzt einige, die immer sagen, das weicht ja total vom Original ab und das ist ja so gar nicht wahr und so gar nicht richtig. Da muss man dabei immer bedenken, ein Buch zu lesen, einen Film zu gucken, das sind prinzipiell immer zwei grundverschiedene Sachen.